Ich heiße nicht nur Captain Hux, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, genau. Folge 26 schon. Und in der letzten Folge haben wir ja diesen unglaublich guten Partyplatz, Schrägstrich Grillplatz gebaut. Sehr, sehr schön mit zwei Toiletten und Beleuchtung. Partybeleuchtung. Hier. Hat nicht an, aber naja. Wird auf jeden Fall genutzt, ihr seht's. Mal sehen, was wir diese Folge machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, ja. Let's go. Oh, uns fehlt in der Küche eine Person. Ah, okay, sie ist jetzt... Sie hat geworfen. Sie hat geworfen. Broslav. Broslav. Wahrscheinlich ein Junge. Okay, die Jägerin ist auch schwanger und eine Holzfällerin ist schwanger. Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal keinen mehr für die Küche. Aber ja, ist ja auch nicht so schlimm. Was macht sie da? Sie hat irgendwas gegessen, ne? Das ist meine Frau, ach so. Herr Luther, hi, wie geht's? Sie trinkt was. Wie geil. Schön. So, wir sind ja wieder im Frühjahr, das heißt, wir brauchen noch keinen Dünger. Also es wird uns noch nicht angezeigt, dass das Dünger fehlt, aber ich werde trotzdem schon mal was machen. Auf Vorrat, denn jetzt geht die Landwirtschaft wieder los, meine Freunde. Dann gucken wir uns mal die Landwirtschaft mal an. Hier wird gesät, Flachs, sehr schön. Top, top, top. Viel Erfolg. Hier drüben haben wir Roggen. Wird auch schon gesenzt. Schön, schön. Ist noch nicht ausgesät. Karotten, das muss ja noch gedüngt werden, damit es gesät werden kann. Aber hier wird erstmal Hafer gesät. Aber für den ersten Tag im Frühjahr sieht das schon sehr gut aus, dieser Entwicklungsstand, den wir hier sehen. Gefällt mir sehr gut. Oh, wir haben ein neues Gebäude freigeschaltet. Nahrungsmittellager 2. Na dann. Dann rüsten wir doch gleich mal auf. Da habe ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass das jetzt mal kommen wird. Nahrungsmittellager 2. So, schön. Wir brauchen eine Menge Holz. Ein paar Bretter wären auch nicht schlecht fürs Dach. So, aus den restlichen Baumstämmen können wir Bretter machen. Und das dann fertig bauen. Okay. Bauarbeiten abgeschlossen. Nahrungsmittellager 2. Schön. Ja, so langsam wird alles aus Holz hier, ne? Also so richtig aus Holz. So Grabungsschuppen 2 oder Holzschuppen 2, das wär geil. Würde ich noch feiern, weil die können wir mehr Leute einstellen da. Müssen wir uns natürlich erstmal um Leute kümmern. Aber theoretisch geht's dann richtig voran. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 1274. Alter, wir müssen fast 2500 Steuern bezahlen. Ich wollte gerade meine Heute losschicken, Steuern bezahlen, aber das wird wohl noch eine Weile dauern. So, ich habe ein bisschen was zusammengesucht, was ich verkaufen könnte. Und werde jetzt mal mit dem Esel losreiten. Dann bezahle ich dieses Jahr meine Steuern noch selber. Also lass nicht meine Frau die bezahlen. Weil wenn wir jetzt eh gleich Moneten machen müssen im größeren Dorf oder in der Stadt, dann können wir auch gleich unsere Steuern bezahlen. Auf geht's, Esel! Oh. Bin dagegen geritten. Ich freue mich auch schon, wenn wir den Pferdestall freischalten. Ich glaube, ich werde mich dann komplett von Eseln verabschieden. Das heißt, ich werde meinen Bestand verkaufen. Und ja, den Eselstall auch abreißen müssen. Ach, guckt euch das an. Sehr schön. Die Kirschbäume haben die ersten Blüten. Also die sind zwar noch nicht sehr groß, aber das wird. Ich sehe das. Das wird was. Schön. Das erste Rosa am Dorf. wir haben ein Problem mit irgendeinem Feldschuppen. Ach so, er zeigt mir jetzt an, dass die Plantagen zu weit weg sind für einen Feldschuppen.
Aber haben wir noch ein Problem? Feldschuppen? Ja. Der hat kein Werkzeug. Und zwar, was brauchen wir? Säckchen. Ah ja. Ja, das ist ja kein Problem. Müssen wir nur ein bisschen jagen gehen. Obwohl, das ist schon ein Problem, weil die jetzt gerade aussehen müssen, ne? Vielleicht kaufe ich hier gleich noch ein paar Säckchen. Erstmal den ganzen Scheiß hier verkaufen. Irgendwelche Kräuter, die ich zwischendurch immer einsammle. Die ich nicht brauche. Oh, wir haben noch eine Gürteltasche. Genau, die haben wir auch eingesammelt. Ihr habt dich schon leer gekauft, mein Freund. Ey, wie viel Geld wir mit Körnern machen, ja? Ich hab nicht mal mehr draus gemacht und hab jetzt fast 1000 Haferkörner verkauft. Und hab schon zwei Händler leer gekauft. So, wir haben jetzt 5400 Münzen. Ja, das geht doch, geht doch. Wer von euch hat denn Leder für mich? Du vielleicht? Du siehst aus, als hättest du Leder. 15 Stück. Ist ja nix, aber sollte reichen erstmal für mich. So, wo ist hier der Steuertyp? Ach hier, zwischen seinen Kirschbäumen sitzt er. Ah ja. So. Steuern bezahlt. Haust du rein, bleibst du fein. Okay, crafte ich mal ein paar Säckchen. 15 Stück, ja, easy peasy. Ist tatsächlich ein Leder pro Säckchen, ne? Ja. Was? Das sollte tatsächlich eine Weile reichen. Okay, können die wieder aussehen. Schön. Was muss ich denn machen, wenn ich mir so einen krassen Bogen craften will? Wir können den Langbogen lernen, ne? Holzstamm, Leingarn und Leder. Ja, dann lerne ich mal den Langbogen und guck mal, haben wir vielleicht noch ein bisschen Leder hier drin? Glaube es fast nicht. Doch, 19 Stück. So, Leingarn brauchen wir auch. Und Holzstämme. Dann crafte ich mir mal zwei Langbögen. Und gehe damit auf die Jagd. Achso, ich habe vergessen, dass mein Recurve-Bogen noch ein bisschen was an Life hat. Darum werde ich erstmal den leer schießen, sage ich mal. Und nochmal schnell haben wir. Wie viele Pfeile haben wir noch? 41 Jahre, sollte reichen. Um ein paar Wiesente zu erlegen. So, auf geht's. Jetzt beide getriggert? Ich bin nicht. Ausgewichen. Professionell. Okay, eins ist erlegt. Nummer zwei. Erlegt. Nummer drei. Erlegt. Sehr gut. Können wir so Steinpfeile wieder einsammeln? Ist wichtig. Kann man alles wiederverwenden. Recycling, sag ich denn mal. So, bringen wir erstmal ins Lager das Zeug. Das Haus müsste ich auch irgendwann mal fertig bauen. Aber ich habe wie gesagt, immer noch ein bisschen Luft, ne? Das Haus ist noch nicht bezogen. Und mein Haus, in dem ich vorher gelebt habe, ist auch noch nicht bezogen. Holzschuppen hat schon wieder kein Werkzeug. Ich werde mal das Fleisch braten, weil wir haben noch sehr, sehr viel Fleisch im Lager drin. Nicht, dass uns das alles verdirbt hier. Ja, das eine hier hat auch 75%, das werde ich auch mal braten. Wir haben ja keinen Koch mehr, darum muss ich das jetzt selber machen. Muss mich selber drum kümmern hier. Wir haben auch einen Haufen Eier, die bald verderben, ne? Werde ich auch mal was draus machen. Irgendwie so Rührei oder so ein Scheiß. Das kann man ja hier auch. Anderes, ja. Rührei. Brauche ich immer eine Holzschale für. Das ist ja kein Problem.
kaufen wir uns erstmal das Schemata und dann nehmen wir uns ein paar Holzschalen. Werden wir ein paar neue herstellen dafür. Weil unsere alten sind schon sehr zerschlissen. 75 Holzschalen, lol. Naja, aber wir haben auch viel Eier, ne? Also 34 mal Rührei. Das ist jetzt all unsere Eier. Ja, unser Eierproblem ist kein Eierproblem mehr. Und wir können Rührei ins Lager tun. Und da freuen sich bestimmt unsere Dorfbewohner drüber. Bisschen Rührei zum Frühstück. Die sicher geil. Ja, ich brauche ein bisschen Wasser. Ja, geh mir doch nicht auf den Sack, Spielcharakter. Übrigens, es ist Frühling, du kannst dich umziehen, ne? Mach das mal. Wo habe ich eigentlich, habe ich hier mein Zeug drin? Dann muss ich das mal umziehen, ne? Weil hier wohne ich nicht mehr. Oh, was ist hier los? Riesenloch im Dach. Wird uns das schon als, ja. Hier. Ja, das sollten wir reparieren. Aber ich glaube jetzt, solange niemand drin wohnt, ist es auch erstmal egal. So, perfekt. Umgezogen. Ready für den Sommer. Die Sommermode 2024. Ach so. Mein einer Kirschbaum, den ich hier gepflanzt habe in meinem Garten, der wächst auch. Ich habe auch von hier aus perfekte Sicht auf die Plantage, ne? Schön. Ja, ich müsste mal im nächsten Frühlingstag ein paar Quests machen, damit wir einfach neue Leute rekrutieren können. Damit ich einfach mehr Reputation bekomme, ne? Kann ja hier Fässer platzieren, ne? Aber kann ich die auch drehen? Also ja, ich kann die so drehen. Aber ich würde die gern hinlegen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht kann. Ich kann die nur so hinstellen. Sehr, sehr schade. Naja, gehen wir erstmal schlafen. Und danach machen wir ein paar Quests. Moin, Hanuta. Wie geht's? So. Ich glaube, ich mache ein paar Anschlagtafel-Quests. Die sind immer ganz okay. Nochmal ganz kurz in die Verwaltung gucken. Ja, die Schwangeren sind noch schwanger und noch nicht arbeitsunfähig, sage ich mal. Das neue Kind hat doch überall zwei. Das ist nicht so gut wie Witzebora, die ja fast überall drei hat, außer in einem Wert in Überleben, glaube ich. Ja, aber ansonsten sieht das doch sehr, sehr gut aus, was hier passiert. Holzschuppen hat immer noch kein Werkzeug, ja, aber die können auch mal ohne Werkzeug die wir haben sehr, sehr viel Holz, das heißt, die können auch mal ohne Werkzeug auskommen. Die müssen jetzt nicht unbedingt jeden Tag was machen. So. Gucken wir uns den Bums mal an hier. Bierflation. Wir sollen Roggenkorn abliefern. Das haben wir erst verkauft. Schade, hätten wir 100 Dynastiepunkte bekommen. Aber... Nee. Nee, wenn ich das jetzt kaufe, mache ich Minus. Oder? Ja, so viel hat er auch nicht. 182 Roggenkorn. Hier sollen wir Dung abliefern. Kriegen wir 100 Dynastiepunkte für. Easy peasy. Sauerei, Jager, Wildschweine, 0 von 4. Das können wir auch mitnehmen. Rote Beete, Baron, liefern. Rote Beete, 29. Kriegen wir auch 100. Das können wir easy kaufen. Was bist du für ein Händler? Bist du der Rote Beete-Händler? Das könnte sein, ne? Rote Beete. Rote Beete. 40. Und wir sollen irgendwie in die 20, ne? Ja, ich kaufe ein paar mehr. Komm. 30. Und dann sollen wir Dung abliefern? Ich muss mir nochmal die Quests angucken.
Hier sollen wir 13 Dung abliefern. Rote Beta, ja, können wir schon machen. Sauerei, Wildschweine, ja. Okay, warte mal, dann machen wir halt den Rote Beta Baron. Okay. Schön, schön, schön. Das haben wir abgehakt. Ja, es ist nur noch Dung und Wildschweine. Ich weiß ja, wo Wildschweine... ich kenne einen Spot, wo es Wildschweine gibt. Müssen wir aber dann nochmal gucken. Ich glaube, ich muss dann einen anderen noch finden. Weil da gibt es keine 4. Da gibt es nur 3. Aber kann das gerade sein, dass wir gerade Roggen ernten? Vielleicht können wir das mit dem Roggenkorn auch machen. Ich glaube, wir ernten gerade Roggen. Das hier vorne ist ja... Hafer. Ja, genau. Ja, wir haben gerade Roggen geerntet. Geil. Dann können wir die Quest auch machen. Aber erstmal holen wir uns den Dung. Okay. Wir haben mehr als genug Dung. Auf geht's, Wildschweine jagen. Ey, kennt ihr das noch? Aus, welches Spiel war denn das? Gothic, Gothic, genau. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Das war mal die Horrorquest, weil die Wildschweine irgendwie sehr viel stärker waren, als sie eigentlich sein sollten. Und das waren ja damals noch Spiele, wo es keine Patches für gab. Und dann waren die einfach mega stark. Also Wildschweine haben dich ja übelst umrasiert, wenn du da nicht aufgepasst hast, ne? Lass uns Wildschweine jagen gehen. Ja. Ich kann mich dran erinnern. Das war super. So. Auf geht's, ab geht's, Wildschweine. In your face. Tot. Die 1 haben wir schon mal. Zwei. Nummer 3. Gibt's hier noch 1? Hallo, hallo? Nö. Es sind wirklich nur 3, ne? Ich muss mir noch ein Messer craften. Deshalb wieder Sticks and Stones. Okay, alle Pfeile wieder eingesammelt. Jetzt müssen wir gucken, wo kriegen wir die Wildschweine her? Ich habe nämlich richtig, richtig wenig Wildschweine hier. In meinem Einflussbereich. Ist auch irgendwie sehr schwer herauszufinden. Also auf... Du übersiehst das schnell. Wisst ihr, was ich meine? Hier drüben sind Wildschweine. Naja, da können wir auch gleich da in der Nähe die Quest abgeben. Es ist in der Nähe von der Stadt. So, dann gehen wir erstmal runter. Roggen. Dreschen. Weil hier haben sie es ja schon geerntet. Die düngen das auch schon. Vorbildlich. Vorbildlich. Es waren irgendwie um die 200 Körner, ne? So viel müssen wir auch also mitnehmen. Ja. Roggen. Roggen. So. Einmal dreschen bitte den ganzen Bums. 70. Ja, 980 Körner, da wird da wohl irgendwas für die Quest übrig bleiben. So, jetzt brauche ich selber noch was zu essen und dann gehen wir Wildschweine jagen und dann geben wir alle Quests ab. Feldschuppen hat schon wieder kein, oh, Feldschuppen fehlt ein Werkzeug, eine Hacke. Ah, okay, ich dachte, die haben keinen Dünger mehr. Hacke können wir schnell regeln. Dafür brauchen wir nur Holzstämme. Und Stöcke. Okay, mein Fehler. Wir brauchen auch Stöcke. Aber wir haben fast 1000 Stöcke. Boah. 19 Hacken. Einfach rein da. Reicht eine Weile. Oh nein!
Ich wollte losreiten und bin voll gegen den Baum geritten. Mann. Sorry, Esel. Aber wir haben noch beide Full Life, also so doll kann es nicht gewesen sein. So, 150 Meter vom, vom Point entfernt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Wildschweine finden. Wildschweinis. Wietz, 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 wietz. Oh, da ist eins. Erledigt. Okay, zwei. Na, dann häuten wir die mal. Ich brauche schon wieder ein Messer. Nervig. So, jetzt heißt es Quests abgeben. Ab in die größere Stadt da. Ja, auch gern so eine Palisaden wieder. Ach Mann. Es ist halt so unfair, dass es ein paar Sachen gibt, die hier einfach platziert wurden, wie die Brücken und sowas, die man einfach nicht bauen kann. Du siehst irgendwas und denkst dir so, geil. Und dann willst du es selber bauen und merkst so, ah, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Das ist ein bisschen nervig. Nehmen wir schnell die Quest hier an. Bierflation. Jetzt sollen wir mit dem Typen sprechen. Kommt er. How do you do? Bin wegen dem Dummi hier? Have a nice day. Ja. How's life treating you? Wildschweine. Good luck. How can I help you? Und Getreide. Sehr schön. Alle Quests von der Anschlagtafel haben wir jetzt erledigt. Nice. So, gucken wir mal in die Verwaltung. Wir haben jetzt 2300... Dynastiepunkte. Ja, das müsste doch reichen, um mindestens zwei neue Leute einzustellen. Wir gucken mal, ob wir hier vorne schon passende Leute haben. Also ich suche auf jeden Fall noch jemanden für die Scheune. Können wir jetzt auf jeden Fall schon mal nachschauen. Weil jemand ist mit einem hohen Landwirtschaftswert. Der hier zum Beispiel. Der hat 3 in Landwirtschaft. Ist 22. Nehme ich. So, und er zieht jetzt in das Haus, in mein Haus ein. Ja. Was brauchen wir denn noch? Die Jägerin ist schwanger, ja. Holzfällerin ist schwanger. Holzfällerin ist können wir auswechseln. Weil wir haben ja noch eine Holzfällerin, die im Dorf gerade nichts tut. Das heißt, eine Jägerin. Müssen wir auswechseln. Demnächst. Du hast 3 in Jagen. Ja, easy peasy. Und du bist 19. Du hast auch 3 in Landwirtschaft. Das heißt, wir können dich sehr gut verwerten. Okay. Und du ziehst gleich mal bei ihm ein. Müssen wir das zwar gleich das Haus reparieren, weil das finden die nicht so toll, dass da was kaputt ist. Aber ja. Wir lassen dich auch gleich mal in der Jagdhütte jagen. Und diejenige, die jetzt gerade schwanger ist, die bekommt keinen Job. Okay, top. Dann ab zurück ins Dorf. Dann werde ich noch ein paar extra aus Steinen und Stöcken herstellen. Damit meine Leute wieder Holz fällen. Und ansonsten war das doch eine sehr erfolgreiche Runde heute.
18 Steinextra. Naja, wenn wir da jetzt nicht ein paar Folgen Ruhe haben mit unseren Holzfällern, dann weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht mal, was ich machen soll. Okay, ihr seht es ja oben links. Wir haben keine offenen Sachen mehr. Unser Dorf funktioniert tadellos. Wir haben zwei neue Leute. Wir haben eigentlich alle Quests gemacht, die wir jetzt im Frühjahr an der Anschlagtafel... Wir haben alle Quests gemacht an der Anschlagtafel. Das heißt, Frühjahrsquests sind alle durch. Ja, sehr erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Und das war es auch schon mit dieser Folge Medieval Dynasty, die 25. Folge. 25? Ja, glaube ich. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.